Grüezi miteinander, ich bin der Roman Stein, CFO von der Swiss Life in der Schweiz. In den nächsten 90 Minuten möchte ich euch gerne etwas über das potenzialorientierte Kostenmanagement erzählen. Okay. Zahlen sind wichtig, aber es gibt Wichtigeres. Das wissen sogar wir bei der Swiss Life. Das bin übrigens ich, bevor ich euch auf 10 zähle. Das war 1974. Als ich noch in der Windel gelegen bin, ist in Deutschland gerade etwa der erste VW Golf vom Band gelaufen. In Amerika hat nicht der sagen, sondern der hat sagen. Und in der Schweiz sendet die Tagesschau gerade mal etwa ein Jahr im Jahr. 1991. Als Austauschschüler gehe ich vom kleinen Dorf Buchs Zürich in die Großstadt Dallas, Texas. Mein Englisch? Überschaubar. Wörter lerne ich von Bill Clinton am Fernsehen und als Europäer bin ich in der Fußballmannschaft von der Highschool ein beliebter Stammspieler, auch ohne Talent. Nach einem Jahr in der Ferne bin ich wieder heimgekommen und habe umso mehr geschätzt, was wir hier haben in der Schweiz. Das Jahr 2000. Die Welt hat, oh Wunder, trotz grosser Panik den Millennium-Bug überlebt und darum haben dann leider auch meine Abschlussprüfungen stattgefunden. Physik. Meine Kollegen haben gewitzelt, oh, der Stein macht jetzt einen auf Einstein. Und kurz vor der Dotcom-Blase habe ich zusammen mit Kollegen noch eine IT-Firma gegründet. Aber hat dann gleich auch noch bei der Versicherung angefangen. Ein bisschen Sicherheit muss ja schon sein. Und jetzt sind wir im 2019, die Welt ohne Social Media und Suchmaschinen völlig undenkbar. Künstliche Algorithmen bestimmen unser Leben. Influencer, Followers, Likes, Tweets, Big Data. Die Welt dreht sich nicht schneller. Aber wir sind immer schneller unterwegs. Manchmal muss auch ich auf Bremse stehen. Bei all dem Wandel bin ich froh, dass gewisse Sachen bleiben. Und ich bin stolz darauf, Teil zu sein von einer Firma, die den Menschen hilft, selbstbestimmt ihren Weg zu gehen. Darum, lasst euch nicht beirren, geht euren eigenen Weg. Das ist übrigens auch das, was ich meinen Kindern beibringe.